diesen See hier zerstören. Oder wollen wir den zerstören? Ja gut, wir haben hier einen größeren See. Da brauchen wir diesen See eigentlich nicht. Sondern das hier noch mit. Ah, da liegt noch unsere Spitzhacke, die fast kaputt ist. Das hätten wir auch noch abfackeln sollen, das hier. Oder können wir vielleicht hier die... funktioniert's. Ich komme da ran. Nee, komme nicht. Schade. Ich kann mich hier mal... Ich tue mich mal hier mit Erde hochstapeln, weil ich so ein Hochstapler bin. Hochstapler. Und dann nehme ich hier das denn noch mit. Oh, alright. Now I take a leaving taking mit. What else? Alright, I don't know what we can build with this leaf, because my English is very good, better than all English, I have the best English on the world, on the world. Okay, jetzt tun wir diesen See hier erst einmal eindämmen. Sesam, öffne dich! Oh mein Gott. Ich sollte aufhören mit meinem Wortspielchen. Also, wenn man es nicht drauf hat, soll man es lassen. Das habe ich ja schon im letzten Part gesagt. Oder in dem vorletzten Part. Es läuft wahrscheinlich wieder ein neuer Part. So, gleich haben wir diesen See hier eingedämmt. Und dann können wir auch hier schön ein großes Feld bauen. Aus Babys, nicht Spaß. Okay, dam. Oh, okay, hier da und gleich haben wir es, Leute. Ich glaube, diesen Sand werde ich hier auch noch gleich abernten und durch Erde ersetzen, wenn wir schon dabei sind. Wie spät ist es? Ah, Mittag. Ah, wisst ihr was? Ich schalte dann gleich auf Peaceful. Wir sind hier ja im Baumodus. Da ist es ja eher nervig, wenn da plötzlich Creeper auflauern. Und ich habe mal Lust, außerdem Lust, auch in der Nacht zu arbeiten. Wir sind hier so wenig in der Nacht unterwegs. Wir sind hier so Tagesmenschen, auch wenn ich in Real eher ein Nachtmensch bin. Naja. Okay, jetzt kommt da noch Erde hin, damit es ein bisschen schön aussieht. Nicht so mit dieser scheiß Strömung da. Das sieht eher... Ja, eher sch aus, ne? Ihr wisst schon, welches Wort, beliebiges Wort hier einfügen. So, dann da noch. Und ich glaube, wir haben genug geterraformt. Okay, jetzt brauche ich... Jetzt schaue ich nach, wie ich diesen Weg hier bauen kann. Ja, ich glaube, den baue ich so fürs Erste, so nach vorne. Und dann soll er sich so aufteilen. Oder Moment. Wir wollen ja noch Tiere hinbauen. So, ich meine, nur soll ich zuerst... Ne, ich baue zuerst diesen Zaun, dann suche ich die Tiere. Ich weiß, wo Tiere sind. Da vorne sind ein paar Tiere. Bei dieser Höhle dran, ne? Ach, neue Melonen. Das geht ja flott. Höhle. Das ist ja scheiße. Hilfe. Angst. Phobie. Paranoia. Egal. So, jetzt baue ich hier mal ein paar Stöcke. Für Zaun. Ich sollte meine Wut in Zaun halten. Naja. Ich sage jetzt nichts mehr. Ah, das sind noch zu wenig, diese... ich glaube, das sind immer noch zu wenig. Noch mal ein paar und dann passt es. So, jetzt passt es, glaube ich. Wir können noch mehr machen, falls wir zu wenig gekraftet haben. Okay, ich möchte ein Gehege für die Schafe machen und eins für Kühe und Schweine. Das muss auch groß genug sein. Mal schauen, ich schaue jetzt mal. Ich glaube, ich probiere es mal so. Das baue ich hier bis zum Wasser hin.
Aber so, dass ich hier nichts mehr Überschuss habe, so. Ich hasse Minecraft. So, hier weg damit. So. Dann mache ich das Ganze noch so. Ich bin zum Blöd zum Zaun platzieren. Muss ich übrigens in Real auch schon mal machen. So einen Zaun bauen. Mit meinem Vater. Ach, das mochte ich ganz und gar nicht. Auch wieder bei so einer Scheißhitze. Im Kleingarten mal wieder. Na, Mizi! Okay. Naja, das wird ein bisschen klein für die Tiere. Aber was will. Was will. Ich glaube, da hinten baue ich die Melonen an und die ganzen. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Dann komm, baue ich hier ein fettes Tierdingens hin. Ach verdammt, jetzt habe ich hier ein bisschen zu weit gebaut. Naja. Ja, ich glaube, die Zäune reichen. Oder? Ja, reicht sogar. Perfekt. So, jetzt habe ich gar nichts mehr. Jetzt brauchen wir, ich glaube, hier tue ich auch noch ein bisschen ebnen, damit sie nicht so künstlich aussieht. Genau, Mizi, du hast es erfasst. Okay, ja, sieht ganz gut aus. Bis auf das wir hier noch Gravel bauen brauchen. Hat jemand seine Eier hinterlassen? Oh, verdammt. So, wir haben noch eine Anwendung mit unserer Spitzhacke. Wahrscheinlich. Ah, doch nicht. Wir haben doch noch mehr. Cool. Okay, jetzt baue ich mir noch ein paar neue Zäune. Die wir brauchen hier noch so Zwischenzäune. Oder wollen wir die Tiere so... ich glaube, ich lasse es so, wie es jetzt ist. Vielleicht setze ich noch ein bisschen Gras hin, damit es ein bisschen schöner aussieht. So ein bisschen, ja, natürlicher. Nicht so... Zaun hingeklatscht und fertig. Oder ein paar Blumen wäre auch nicht schlecht, sowas. Ja, da haben wir ein fettes Gehege für die Tiere. Ist auch mal ganz nett. Und hier werde ich dann später die ganzen Melonen anpflanzen und die ganzen Getreide. Das ganze Getreidezeugs. Auch wenn es ein bisschen wenig ist, glaube ich, am Platz. Naja. Wir können uns ja noch ein bisschen was einfallen lassen, vielleicht. Werde ich hier bis zum Wasser hier erweitern. So, jetzt warte ich, bis es hier Nacht wird, damit ich pennen kann. Ach, wisst ihr was, wir wollten ja auf Pizza mal wieder spielen, so im Nachtarbeit machen. Nö, so, hier haben wir sogar noch ein paar Zäune. Ah, wie schön. Aber jetzt brauche ich mir ein Zauntor. Aber zuerst brauche ich dafür Gravel. Haben wir Gravel? Gravel, Gravel, Gravel hat ja eine neue Textur, deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht sofort erkennen können. Pflasterstein, Steine. Nix. Nottingham, Nottingham. Hier ist Holzingham. Hier ist Gravel. Ein Gravel, toll. Wir müssen mal wieder auf Kies. Wir waren ja noch nie auf Kiessuche. Wir müssen mal auf Kiessuche gehen. Hier ist leider nichts, schade. Haben wir hier Gravel? Gravel! Auch kein Gravel. Vielleicht ist in der Monsterfalle Gravel. Und die Sonne geht unter. Wir spielen aber zum Glück auf Peaceful. Ah, wie schön. Ein bisschen Sonne. Untergehen. Dann sehen wir jetzt gleich den Mond. Jetzt brauche ich Zauntore, wollte ich mir herstellen, genau. Dafür brauche ich Holz. Holz, ja egal. Das Holz ist eigentlich egal. Nehme ich hier jetzt mal ein bisschen Tropenholz. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, Zauntore. Aber zuerst sollte ich vielleicht die Tiere einfangen, weil die können nicht durch Zauntore gehen. Keine Ahnung warum. Das heißt, ich brauche zuerst Getreide. Haben wir denn Getreide? Ich hoffe, wir haben Getreide.
Hier ist Getreide. Ach, wie schön. Gut, dann suchen wir jetzt nach Tieren. Gute Nacht. Na gut, arbeiten wir mal. Der Nacht ist auch mal was. Hat ja auch mal was an sich. Ach, hier ist der Mond. Den haben wir auch noch nicht gesehen in diesem Let's Play. Außer in Part 1, wo wir vor Creepers geflüchtet sind und alle anderen Viecher. So, ich wollte mal den Fackeln, die folgen uns sehr. Die bringen uns dann direkt zu den Tieren hin. Wir müssen ja doch irgendwo noch Kühe haben, oder? Hier sind bestimmt noch ein paar Tiere. Die kommen jetzt wahrscheinlich gleich. Hallo Tiere. Höhle, aber keine Tiere. Ah, hier ist eine Kuh. Hallo Küchen. Okay, jetzt haben wir schon mal einen sicheren Milchvorrat und hier haben wir ein Schwein. Aber wir können sie noch nicht züchten. Wir können ja ein Schwein und eine Kuh paaren, dann haben wir eine Kuh und ein Schwein. Das ist, glaube ich, ein Schwein. Kuschen. Ne. Schwuh. Schwein. Schwuh. Schwuh, ja, wir haben einen Schwuh. Einen Schwulen. So, ihr Viecher, verfolgt mich jetzt. Dann, nein, ich fange jetzt nicht zum Singen an. Muss verkneifen zu singen. So, ihr du Schwein und du blöde Kuh, kommst jetzt mit. Seid verhaftet. Ja, nehmen wir noch ein paar Pilze mit, kann ja nicht schaden. Ihr seid so langsam, noch langsamer als eine Schnecke. Die Schnecke überholt euch schon. Was ist denn da hinten? Ach, ein Schaf, oder? Ja, das scheint ein Schaf zu sein. Jetzt kommt ihr mal mit. Und fallt bloß nicht da rein, sonst werde ich euch schlagen. Oh, brave Tiere, brave Tierchen. Nicht ins Wasser. Na gut, ist mal schön, dass ein Schwein mal ins Wasser geht. Die stinken ja normal. Ist immer die Schweine, auch wenn ich noch nie ein Schwein gesehen habe. In real. So, Hundis, hier habt ihr ein paar neue Spielkameraden. Als nächstes werde ich dann die Schafe um. Jetzt streitet euch nicht, wer zuerst rein darf. So, das Schwein darf zuerst rein. Okay. So. Jetzt wartet ihr einfach hier mal, ne? Und ich werde euch dann abholen und euch das Getreide dann geben. Nachdem ich hier alles verschlossen habe. Nee, Spaß. Wir müssen ja die Schafe. Ich hoffe, die Tiere buchsen jetzt nicht aus, während ich die Schafe hier umsiedeln tue. Dann nehmen wir mal diesen Zauntor hier mit. Und so, das ganze Zeugs hier. Schaffis! Ah, ein Huhn, das Huhn kommt sogar auch noch mit, genau. Habe ich ganz vergessen, dass wir noch einen Huhn haben. So, hier, ich habe ein neues Haus für euch gebaut. Oh, ist das nicht süß? Lauter Tierchen. Ah, Telefon! Telefon! Ich will jetzt aber nicht rangehen, aber es scheint wichtig zu sein. Na gut, dann mache ich mal schon eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns gleich wieder. So, bin ich wieder. Mal kurz ein bisschen ans Telefon gegangen. Ach ja, wir waren mal den Tieren. Baue ich zuerst ein Zauntor hier improvisorisch hin, damit sie jetzt nicht ausbuchsen. Warum geht es nicht? Nein, du buchst sie nicht aus. Böse Schaf, böse Kuh, böse Kuh, böse Schaf. Nein, nein, bleibt hier. Ich. Na, kommt her. Unglaublich, dass die zwei auf denselben Trick reinfallen. Das grenzt schon fast an Dummheit, aber naja. Ich wollte eigentlich einen Gravelweg hinbauen, aber den kann ich mir jetzt sparen. Den können wir später hinbauen, wenn wir nach einer Höhlenerkundung wiederkommen. Mit Gravel in der Hand, hoffe ich. Ja, sieht jetzt zwar nicht besonders schön aus, so, aber wir können es ja noch erweitern. Das soll ja nur improvisorisch da sein. So, dann paaren wir erst einmal die ganzen Tiere. Jetzt haben wir ja mehr Platz, das heißt, wir können hier mehr Tiere paaren lassen. Wo ist es? Ah, oh, ein kleines Schäfchen. Oi. Okay. So, jetzt hätte ich noch gerne eine zweite Kunde, ein zweites Schwein.
damit sie nicht so alleine sind. Forever alone. Jumping, 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 jumping. Ich hoffe, wir sind schon bei Part 50 oder fast bei Part 50. Denn ich möchte jetzt eigentlich nur noch die Tierdings fertig bauen und dann noch die ganzen Sachen anbauen und dann noch aussortieren. Aber das mache ich offscreen. Und dann sind wir bei Part 50, dann werde ich das Let's Play pausieren. Aber zuerst brauchen wir ein zweites Schwein und eine zweite Kuh. Ah, hier haben wir schon ein Schwein, ist ja schön. So, du wartest hier und... Ah, da bietet sich schon eine Kuh an. Bist du eine Kuh? Bist du eine Kuh? Ah, perfekt. Moo. So, das sind ein weibliches Küchen und ein weibliches Schweinchen. Ah, da hinten ist noch eins. Hallo, du Schwein. Na, kommt mit. Du siehst aber klein aus. Hey, hör auf den Boden zu rammeln, du perverse Sau. Blöde Kuh. Grunz, grunz, mu, mu. Ja, genau, mu, mu. Hast mich schon verstanden. Ne, ich kann insgeheim mit Tieren reden. Ich habe da so eine spezielle Fähigkeit. Die Mu sagt gerade, wo bringt dieser Wichser uns hin? Ich sage euch, wo ich euch hinbringe. An einem friedlichen Ort, an dem ihr in Frieden leben könnt. Und diese Schweine sind geschlachtet. Was? Nix, nix, nix. Hey, Kuh, komm her. Komm her, blöde Kuh, komm her. Hallo, ignoriere mich nicht. Nein, das ist die falsche Richtung. Nein, böse, denk nicht mal dran. Denk nicht mal dran. Komm her, mit. Komm mit, komm mit. Hallo, Kuh. Ich habe hier Fressen für dich. Nein, das ist der falsche Weg. Ich weiß, du willst zurück zu deiner Familie, aber das hier ist deine neue Familie. Nicht die Katze, sondern die hier. Warum stellst du dich mir in den Weg, blöde Katze? Blödes kleines Schäfchen. So, ich habe euch ein paar neue Kollegas mitgebracht. So, hier. Scheiße, jetzt kommen die ganzen Schafe raus. Hallo! Es ignoriert mich nicht. Kommt rein. Alles? Ich habe hier frisches Getreide für euch. Und da kommen die anderen Viecher auch schon. So, okay. Jetzt bauen wir hier das wieder zu. Zack. Ein paar Fackeln können wir auch noch hinsetzen, damit nicht plötzlich so ein fetter Zombie sich unter den Tieren mischt. Das stelle ich mir gerade vor, so ein fetter Zombie für eine Party mit den Tieren. Okay, und jetzt ist es an der Zeit, die ganzen Tiere zu vermehren. So, ihr macht Liebe und wo ist das andere Schwein? Hallo, Schwein, wo ist das andere Schwein? Ah, hier und hier. So, schweinische Liebe, sagt der Gronkh dazu. Und hier hat jemand seine Eier gelegt. Bei dir. Ich hoffe, jetzt kriegt man ein Hühnchen raus, dann können wir das Hühnchen auch paaren lassen. Oh, schade. Unsere kleine Tierfarm. Okay, jetzt will ich, wie gesagt, noch die ganzen Sachen hier einpflanzen. Aber ich glaube, den Zaun können wir dafür wegmachen. Ich glaube, wobei, ich glaube, den lasse ich noch sogar da. Ja, ich glaube, den lasse ich hier dafür. Oder soll ich ihn wegmachen? Ich glaube, den mache ich weg. Den lasse ich da. Weg, da, weg, da, weg, da. Ich glaube, den tue ich wegmachen. Ich glaube, das ist das Beste, damit es hier nicht so verzaunt aussieht. So wie in Berlin vor 20 Jahren, wo noch eine fette Mauer stand. Okay, und die Tiere, die fühlen sich hier schon langsam heimisch. Ganz besonders die Kleinen hier, die sind wahrscheinlich die besten Freunde und spielen miteinander. Ach, wie süß, das kleine Schäfchen verfolgt seine Mutter, beziehungsweise seinen Vater. Ist das nicht putzig? Okay, wie will ich das denn jetzt bauen? Also zuerst brauche ich dafür einen Eimer. Denn jetzt ist alles im Eimer. Um die Samen kann ich mich später kümmern, oder wollen wir hier vielleicht das Ganze bauen? Ich glaube, ich baue es hier nebenan.
so ein kleines. Oh, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Ich mach hier zuerst das ganze Zeug. Also hier kommt dann das Wasser hin. Passt es so? Nee, ich glaube, ich mach's hier hin, da muss